Ja, liebe Leute, liebe Freunde des Adventure Games. Es ist bereits soweit. Wie eh und je stecke ich fest in einer Sackgasse ohne Klebstoff. Na, was heißt ohne Klebstoff? Ist diese Petroleumsuppe nicht genug Opa Klebstoff? kocht vorwiegend Suppen. Nach fester Nahrung beginnt der Holzwurm, der in seinen Zähnen wohnt, zu schnarchen. Sagt er zumindest. Ah, na klar, logisch. Als Bruno damals den Bär gerissen hat, gab es einen Monat lang Bärensuppe. Ich will gar nicht darüber nachdenken, was passiert wäre, wenn der Bär gewonnen hätte. Na, dann würde es einen Monat lang Brunosuppe geben. Und ein Bär würde euren Wohnwagen ziehen. Was denn sonst? Lecker Brunosuppe. Können wir irgendwas in die Schatulle packen? Das Opa sollte Haarnetz zum das Haarnetz Beispiel? wegschließen. Es könnten Diebe kommen. Und das Haarnetz stehlen. Merk schon, nicht so wahrscheinlich. Würde ich auch sagen. Wir haben eine Schatulle und eine Schaufel, die können wir doch vergraben. Nicht nötig, es ist bereits offen. Yeah. Taschentuch, rein. Nicht nötig, meine Situation ist auch so schon verschachtelt genug. Verschachtelt. Oh, welch grandioses Wortspiel. Ja, gut, also ich würde sagen, also ich bin gerade etwas, also mein Hirn ist auch gerade ein bisschen gefreezed. Ich bin immer noch im letzten Spiel, ich bin nämlich gerade im Grunde, hab aufgehört gerade, also bin gerade fertig geworden mit Journey of a Roach. Ich hab direkt aufgenommen, Whispered World aufzunehmen und bin irgendwie immer noch, was das Versagen angeht, im letzten Spiel gefangen. Ich, ja, es, also können wir irgendwas waschen? Irgendwie die Karte waschen? Vielleicht? Ich falte nicht gern Papierschiffchen. Meine kentern immer. Ja, aber das hindert dich doch an nichts. Mann. Haarnetz. Zettel. Bärenkralle. Gebiss. Taschentuch. Können wir Spot das Haarnetz Spot aufsetzen? braucht kein Haarnetz. Und er schämt sich auch nicht für seine Glatze. Sicher? So, dünner Spot. Er hat schon genug getrunken. Hast du Spot schon was zu trinken gegeben? Ja, Ja, Ben, doch. hab ich. Na, dann kannst du ja mit den Proben für deinen Kanonenkugeltrick beginnen. Das ist schön, dass ich das kann, aber wir haben ja nicht mal eine Kanone hier. Mann, was brauchen wir denn? Ein Fallschirm. Eine Bombe, ein Pfropfen und ein Kanonenrohr. Können wir nicht das Haarnetz als Fallschirm benutzen? Oder das Taschentuch? Oder beides Ich zusammen? habe gerade beschlossen, dass ich niemals so alt werden möchte wie Opa. Verständlich, durchaus verständlich. Verständlich, verständlich, verständlich. Verflixt und zugenäht. Was fehlt hier? Was fehlt hier? Spot, hilf mir. In die Falle mit dir. Spot geht wohl kaum als passabler Feuerdrachenköder durch. Die Dinger haben Nein? einfach zu viel Angst vor ihm. Ist ja auch ein fieser Rowdy. Unser lieber Spotty. Och Mann, ich will doch einfach nur in den Wald. Wir haben noch Karte. Wir haben eine Karte, vermaledeit nochmal. Ja, das frage ich mich auch, hä? Die sollte ich lieber in die brauche. Nicht nötig, nicht nötig. Das zeige ich ihm lieber. Er hasst es, wenn. Opa ist kein Fremd. Im Gegenteil, er ist ein offenes Buch, bei dem allerdings langsam die Buchstaben verbleichen. Können wir das Taschentuch aufhängen? Finger, du machst sie ja doch. Kann ich mir dein Taschentuch ausborgen, Opa? Natürlich, Junge, bedien dich. Als ich jung war, lief mir auch immer die Nase. Aha. Das hilft uns nicht weiter. Überhaupt nicht weiter. Ich bin gerade wirklich, also, können wir das Haarnetz
waschen. Ich sollte die Sachen, die ich mit mir rumtrage, ich will ungern an einer Blasenentzündung sterben. Weil dein Haarnetz nass ist, stirbst du bestimmt nicht an einer Blasenentzündung, kleiner Clown. Nicht nur, dass du sonst nichts drauf hast, du kennst dich nicht mal mit Krankheiten aus. Ey. Die sollte ich lieber brauchen. Ja, wozu? Und ich meine, wo kriegen wir denn jetzt... Och, Mann. Ich komme nicht... Aber Ben will sowieso... Er sagt sie... Ich komme nicht... So ein Pech. Ach ja, komisch. Seitig, dabei habe ich ganz... Wenn mein Arm und dünn und zwei war, dann können... Ja, das brauchst du ja nicht mehr, ist ja schon offen. So. Schatulle rein. Typisch Ben, er hat das alles nur... Gebiss rein. Nein, lieber nicht. Hier sind bereits mehr als genug Zähne im Spiel. Finde ich nicht. Es kann nie genug Zähne geben. Schaufel rein. Die Schaufel ist zu groß, um sie ins Maul zu klemmen. Ich fürchte also, ich muss einfach so hineingreifen. Ah. Ade, du schöne Welt. Da ist ja nichts mehr. Ich unterdrücke mal den Drang, um Hilfe zu schreien. So wie ich es andauernd tue. Ah, der stumme, unterdrückte Hilfeschrei. Haarnetz vielleicht? Nein, er ist ein Bettvorleger, keine Anziehpuppe. Sein posthumes Dasein ist also bereits würdelos genug. Oho. Wobei beides immer noch mehr Würde hat als der Job eines Zirkusclowns. Sein posthumes Dasein, der feine Herr. Sollte er doch Philosoph werden. Er ist sich ja zu gut für den Clownsberuf. Ach Gott. Nicht mal Rätsel lösen kann er. Ja, es ist seine Schuld. Der Teppich sieht zwar flau, ich will nicht nach totem Bär riechen, wenn... Dann geh doch in den Wald. Wir haben hier auch nicht wirklich viel Auswahl, was die Sachen angeht, die wir benutzen können, ne? Spot. Bocker Frosch. Raupen eignen sich deutlich besser als Haustiere. Frösche halten einfach nichts aus. Findest du? Hier gibt es auch ein paar leckere Wurmrezepte. Die zeige ich Spot lieber nicht. Nein, Spot, hier gibt es nichts zu sehen. Ach ja. Wir müssen doch bestimmt noch irgendwas mit dem Kessel machen. Opa trägt sein... Trotzdem finde ich ständig Haare in der Suppe. Verdammt, hinter der Tür versteckt. Wir haben einen Pfropfen, das ist schön. Verkorkst trifft verkorkt. Na immerhin. Blödes hinter der Tür verstecke. Wer hat sich denn das ausgedacht, ey? Da stehe ich ja beinahe blöd da. Also... Jetzt haben wir einen Korken, ne? Können wir damit das Ofenrohr zumachen? Schließen? Das geht doch bestimmt. Ich sollte das Ofenrohr nicht wahllos mit irgendwelchen Dingen verstopfen. Das letzte Mal hat der ganze Wohnwagen nach Rauch gestunken. Ich habe mich noch Monate später in den Schlaf gehustet. Aber du hast dich doch beschwert, dass... Ach, vergiss es doch einfach. Du weißt doch auch nicht, was du willst. Immer wenn Opa mit Wein kocht, habe ich nachher Kork zwischen den Zähnen. Ah. So, den Pfropfen haben wir. Immerhin. Jetzt fehlt uns noch der Fallschirm, die Bombe und das Kanonenrohr. Fraglich ist, wo bekommen wir einen Fallschirm her? Das scheint zurzeit das etwas einfachere zu sein. Einfachere. Ich denke nicht, dass es das Haarnetz oder das Taschentuch sein wird. Die scheinen mir einfach zu klein. Außer dieses Spiel will den armen Clown so sehr quälen. Mach nochmal die Tür zu. Mach nochmal die Schublade auf. Guck mal nochmal rein. Leer, wie alles, was mir gehört. Oh, und dein Leben ist auch leer. Ben sagt diese, ich sage...
Können wir die Kerze mit dem nassen Taschentuch ausmachen? Ich sollte nicht anfangen auf diese... Können wir nicht. Mit der Schaufel ausschlagen? Ich sollte nicht an auf diese... Korken? Ich sollte nicht an auf die... Ja, das sind Verzweiflungstaten, ich weiß. Ich weiß es doch. So, hier, Freundchen, ich habe einen Korken gefunden. Ist das nicht super? Sammelst du schon wieder Krempel? Lass mich damit in Ruhe. Du siehst doch, dass ich alle Hände voll zu tun habe. Ja, du bist voll arbeitswütig. Du Arsch. Können wir den Korken mit Wasser füllen? Ich sollte die Sachen, die ich will... Irgendwann werde ich als verbitterter Saufbold enden. Dann bringe ich Spot bei, Flaschen zu entkorken. Ha, das wird schön. Ha, ja, der Alkohol. Ich gehe nochmal in den Wald. Vielleicht klappt's ja diesmal. Hä? Hör auf zu lachen! Hör auf zu lachen! Gemeiner Kerl. Hab ich nicht schon genug? Weiß ich nicht. Ich kenne dich noch nicht so lange. Können wir den Korken als Köder benutzen vielleicht? Das eignet sich nicht, um Feuerdrachen anzulocken. Opa benutzt immer Noai-Eier als Köder. Eignet sich nicht, Opa... Aha. Die Falle... Und das ist Feuerdrachen unnötig. Aha. Du, Opa! Nein, ich hab... Aha. Omelette. Socken. Ich habe Opas Socken schon 1000 Mal stopfen müssen. Aber er weigert sich noch immer, die Fakir-Nummer barfuß durchzuführen. Finger weg von der Wäsche! Du machst sie ja doch nur wieder dreckig! Jetzt halt doch dein blödes Maul, ey! Du regst mich richtig auf, du blöder... Blöder... Darf ich mir etwas... Rate, ich tippe... Bravo, und jetzt... Sauberer als so wird der Anzug einfach nicht mehr. Bruno, Bock auf den Korken? Lass Bruno im Gegensatz... Also langsam geht mir der Typ ganz gehörig auf den Senkel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist ja wohl... Ja, und ich fürchte, das führt auch nichts. Es führt zurzeit zu nichts hier. Ich glaube, ich sollte eine kleine Aufnahmepause machen, um mal den Kopf klar zu kriegen. Ich habe schon genug Adventures gespielt für heute. Das ist also absolute Gehirnsuppe bei mir da oben im Kopf. Also, machen wir den kleinen Spot nochmal wieder dick. Und, ja, wünschen uns allen gegenseitig einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Und dann hoffentlich mit ein bisschen mehr Erfolg und vielleicht ja einer kleinen Wanderung durch den wunderschönen Herbstwald. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Bis dahin einen wunderschönen Mittag, Morgen, Abend, Nacht und auf Wiedersehen. Sagt euer trauriger Let's Player. Auf Wiedersehen.